Okay, und damit einen schönen guten Abend. Mir wurde ein Key angeboten, da habe ich direkt mal zugeschlagen. Das Spiel heißt Last Train Home. Anscheinend direkt im Anschluss an den Ersten Weltkrieg. Und ich habe direkt festgestellt, wir können diese Sequenz hier pausieren. Das ist ganz praktisch. Hören wir uns doch mal an, worum es geht. Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Also wenn das mal nicht die Stimmung etabliert. Ihr habt schon mal gerade gehört, es gibt die Option Audiosprache immersiv. Das heißt hier Tschechisch, Slowakisch und Russisch sprechen ja die ganzen Charaktere. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Ich habe auch letztens festgestellt, was einige Leute machen, ist, dass die Spiele auf die Sprache umstellen, die die Charaktere eigentlich sprechen sollten. Also zum Beispiel, wo es zum Beispiel jetzt verpasst hatte, war bei Plague Tale. Weil das ja in Frankreich spielt und einige Leute halt auch finden, dass das wesentlich natürlicher klingt, wenn dann die Charaktere auch Französisch sprechen. Ich weiß jetzt, ja genau, Deutsch, Englisch, Französisch gibt's auch. Und anscheinend, wenn ich das richtig verstehe, geht's auch viel um die Oktoberrevolution. So, Anleitung anzeigen, ja. Schwierigkeitseinstellung, Kommandant, das ist das Schwierigste, wenn man nicht gerade benutzerdefiniert noch was macht. Ich bin mal gespannt. Das könnte sehr, sehr böse enden. Machen wir alles auf normal. Spiel vorbei bei niedriger Moral. Ja, das erinnert mich jetzt schon an Frostpunk. Halten bei K.O. So stand kann der Soldat nicht tun und stirbt, wenn er nicht medizinisch versorgt wird. Also ich bekomme hier Vibes von mehreren verschiedenen Spielen. Welcher hätte bestimmt gewonnen, dass du es auf Russisch spielst. Ich finde das Thema schon mal interessant. Also es ist auch ein tschechischer Entwickler. Und das ist, glaube ich, einfach auch deshalb ein Thema, was sonst nicht so beleuchtet werden würde. Spielschmerz hat außerhalb von Missionen einen relevanten Punkt automatisch. Du kannst manuell speichern. Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Oh.
Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym linárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Wir kommen in Frieden. Okay, ich hab das Gefühl, wir werden nicht lange in Frieden bleiben. Stimmt, unsere Soldaten haben auch alle Namen. Kann ich, mich interessiert, ob ich die später umbenennen kann, weil das wäre für Streamer natürlich sehr interessant, das zu können. Erfahren wir irgendwas über Aufklärung? Also bist du eine Art Feldmedic? Wobei, okay, nee, das können alle. Vaše rozkazy, pane? Mhm. Vyrážam. Áno, pane. Som na ceste. Cítim dym. To nie je dobré. Rýchle! Mliny sú zničené. Našťastie to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zraniť. Unáhľajte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Ah, okay, also die können wir sammeln. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn man sich so nah ans Feuer ranstellt. So. Du do krytu. Sem přip... To by šlo. Ano? Vojna sa skončila. Blíži sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Poďme. Was mich gerade interessiert, durften Frauen zu der Zeit Militärdienst in dieser Armee leisten? Ist das historisch akkurat? Postaram se o to. Na gut, sie ist die Sanitäterin, also... Ak je tam niekto nažive, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Áno, pane. Rozumím. Ist sie überhaupt bewaffnet? Ja, sie hat eine Pistole. Povídejte. Postaram se o to. Niekto tam leží. Mit welchen Games wäre es vergleichbar? Also ich krieg, also das, was ich mitbekomme, aber in den Vibes her, also... Nicht XCOM, weil XCOM ist rundenbasiert, aber ich glaube Squadron Commander ist was ähnliches, halt, was echt in Echtzeit ist. Frostpunk, glaube ich, mit der Art und Weise, wie man den Zug managt. Už du, přišli jste zabít i mě? Nie, pani. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Chceli sme nakúpiť zásoby vo vašom mlyne, ale keď sme prišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševic. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmietnete spolupracovať s Červenou armádou. Červení, ktorí zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že sme tu. Ale nesmieme riskovať vlak. Nájdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Also von der Reise, die wir wahrscheinlich machen würden, denke ich eher so schon ein bisschen in Richtung FTL. Wobei es halt trotzdem ein komplett anderes Spiel ist, aber halt von der Thematik her. Dobře, du tam. Pošlite niekoho z ďaleko na dom na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. So, Kundschafter ist... Okay, das Fadenkreuz-Symbol. To červení zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť! Boho, voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvie o tom, že diplomatické incidenty by mohli ohroziť naši novou republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou nájdeme ďalšie zásoby.
Hledám kryt. Už jdu. So, ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns auch entscheiden müssen, ob und wie sehr wir uns in den Bürgerkrieg einmischen. Naši vojaci už dlho neviděli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? Postarám se o to, pane. To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na Babu Jagu, ano, matku pane. Všech čarodejnic. Menej rečí, viac strieľania. Rozumím. Moment, hier ist noch eine Vogelscheuche. Und Stoff? Holt den Stoff! Werden wir bestimmt noch brauchen. 50 Einheiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist. Dle rozkazu. Už du. Jakoby se stalo. So, die Frage ist, wo sind die anderen Vogelscheuchen? Rand Spielbereichs. Also, eine war hier auf dem Feld. Aber wo sollen denn hier noch Vogelscheuchen sein? Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber Nebenquests sollten wir natürlich, wenn möglich, erfüllen. Hier ist noch eine. Und eine ist hier. Rozumím. So, erzählt er mir jetzt irgendwas, wenn ich hier hingehe? Ano, pane. Bewegt er sich dann am Ende ein bisschen zu einem Ausgangsbereich. Okay, aber also wir müssen nicht zum Zug zurück? Der Zug ist doch hier. Doch, das ist der Ausgangsbereich. Ah, okay. Ausgang und ist nicht das gleiche wie der Rand des Spielfelds. Dle rozkazu. Verstehe. So, wo war vorhin die... Kann ich noch ein bisschen weiter rauszoomen? Ja, aber bringt mir nicht viel. Also, Usch du. Also eine ist hier und eine ist da. Samozřejmě. Ano, pane, provedu. Tu máš, Baba Jaga. Hledám kryt. Das hier ist mit dem... in einem Zug lang genug überleben, ja, beziehungsweise wahrscheinlich dann um Reimer zu erreichen. Oder halt, ich hab jetzt gerade den Namen der Stadt vergessen. So, wir möchten das Missionsgebiet verlassen. Wir haben ein paar Rohstoffe erhalten. Stoff ist für Reparatur und Verbesserung für das Waggons erhältlich. Oder für Waggons. Kann bei Bedarf zu Treibstoff demontiert werden. Ah, stimmt, mit Munition müssen wir auch haushalten. Nicht so jemand so wie erwartet, ja. Die Situation wurde beeinflusst beim Axialen Trepp über die Eigenschaft für intelligent. Was hat das für Konsequenzen? Welchen Spiel, Jahr spielt das Spiel circa? Das müsste dann ja 1918 sein. Treibstoff, Nahrung, Geld, Holz,
Metallstoff, Kräuter und Schießpulver haben wir. Das ist gut, dass die Kamera schon mal direkt mitgeht. Können wir uns angucken? Okay, wir haben zwei Ärzte. Oh, er macht uns ein Angebot. Was will er? Wir geben unsere Waffen ab und kriegen sicheres Geleit. Mhm. Okay, wir wurden gerade ein bisschen gerailroadet, aber wäre auch nicht besonders, ja, ne? Wäre ja weird, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, ja, machen wir und das Spiel ist vorbei. Wohl eine Truppengröße 5. Schwierigkeit, potenzielle Belohnungen. Sehr gut. Wir haben sowieso keine anderen Truppen. Okay, wir können bis zu 10 Leuten. Niečo je zlé. Je tu príliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Okay, ist wahrscheinlich. Also die, von den Symboliken her würde ich mal sagen, es ist wie bei XCOM mit halber und voller Deckung. Už du. Červení nechali pár dedinčanov nažive. Myslím, že potrebujú pomoc. Postaram sa o to. So, du. Ano? To má být vtip? Jsem připravena. Moment, ich brauch dich und je to jen škrábnutí. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nie se zapliest do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividně tu nechystají nič dobré. Vlak prostě nemůžeme riskovat. Takže musíme jí zjistit, co se tu děje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho muset opravit, aby jsme se dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře. Přímo tamhle. Also wenn es eine Twitch-Integration gibt, dann weiß ich davon nichts. Čekám na rozkazy. Ich finde das gerade ein bisschen verwirrend. Jetzt sind wir zu sechst. Čekám. Jsem připravena. Nádhera potáš. Rozkazy? Dobře, jdu tam. Hledám kryt. Co to bylo?
Okej. Postarám se o to. Kommen wir irgendwie an den vorbei, ohne dass wir uns auf Kämpfe einlassen müssen? Už jdu. Rozumím. Postarám se o to. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Jdu do krytu. Sož. Moment, taktische Pause. So, wir haben eine Granate. Aber seine Reichweite ist begrenzt. Wir kommen. Ist hier irgendwo. Die einzige Deckung, die wir haben, sind die Baumstämme hier. Setze den Bajonettangriff des Gewehrschützen ein. Čekám na rozkazy. Will ich das? Das klingt nämlich ehrlich gesagt nach Selbstmord. Oh no. Wäre eine Granate hier nicht wesentlich sinnvoller? Okay, wir machen einfach mal das, was das Spiel uns sagt. Připraven, pane! Ideme! Čuda, čuda! Prokliatie! Wow, das hat erstaunlich gut funktioniert. Čekám. Ano, pane. Hledám kryt. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Rozumím. So, lautlosmus. Zaujímám pozici. Vidím nepřítele. Ah, okay, Stealth geht auch. Macht ja dann theoretisch Sinn. Ano, pane. Nepřítel! Hledám kryt. So, der legt sich nicht um, weil wir natürlich irgendwie den Stealth-Angriff demonstrieren müssen. Ja, direkt erstmal ein Achievement für eine Aufgabe, die man im Tutorial macht. So, hier würde sich eine Granate anbieten. Aber ich weiß halt nicht, ob das nicht vielleicht auch Gegenstände zerstört. Ja, taktische Pause haben wir gerade schon gehabt. Aber theoretisch, wenn ich zwei Leuten befehle, die abzumetzeln, dann sollte das hier direkt gehen. Rozkazy? Udělám to rychle. Zde. Što je to bylo? Dobré. Keď teraz máme tu hnusnú vec za sebou. Pozrieme sa, aká zlá je situácia. Der Entwickler heißt Ashborn Games. Našla sem opravářskou sadu. Rozhodně ne. Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. Okay, wir könnten zum Heilen des verwundeten Soldaten. Also, ich vermute mal, dass das generell gemeint ist, falls wir irgendwie Verletzte jetzt schon hätten. Postaram se o to. So, jetzt haben die mal eben eine Brücke gezaubert. Věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Ano, pane.
Lautlosmodus kannst du keine strategischen Punkte einnehmen. Warum nicht? Warum sollte ich das nicht können, wenn ich vor Ort bin? Lautlosmodus aus. Ist natürlich praktisch, dass ich jetzt direkt da meine Fahne hisse, damit auch wirklich jeder weiß, dass ich hier bin. To sú určite tie nákladiaky, ktoré prevážajú delostreleckú muníciu. Musíme ich zastaviť. Neexistuje nič, čo by nezastavil granát. Hlavne nesmíme byť moc blízko výbuchu. Už das ist jetzt ein bisschen dumm. Postaram sa o to. Er guckt in... Guckt er überhaupt? Ein Grenadier und ein Scharfschütze. Wie kriegen wir die zwei weg, ohne dass wir Aufsehen erregen? Ano, pane. Postaram se o to. Už du. Sehen die uns? Auf welche, was für eine Distanz haben die bei den Sichtkegeln? Okay, das ist safe. Weil dann dürfen sie ja hier sicher auch verdeckt. Ach warte, die gehören zu mir. Und ich mache mir hier Sorgen. Rozkazy, pane. Ano, pane. Pane? Vaše rozkazy? Hádžem granát! Áno, pane. Ja, die sind Freunde, das habe ich gerade gemerkt, aber da sie ja nicht von mir dahin gemacht wurden. Vyzerá ako dokonalé miesto na prepadnutie. War ich jetzt ein bisschen irritiert. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďalekohľad? Už idem. Áno. So. Podľa rozkazu. Aufklärungsfähigkeit. Připraven. Podívám se. To by šlo. Tak se podíváme, co tam je. Jasná věc. Přítel. Na kom. Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Das Maschinengewehr einstellen, bevor er eintrifft. Dafür brauchen wir aber den MG-Schützen. Also Hallo? Wahrscheinlich ihn. Hledám Krit. Poslouchám. Reicht der eine? Nee, das ist er nicht. Připravenější už nebudu. Er ist es. Zaujímám pozíciu. Počúvam. Rozkladám. Pripravený. Kriege ich euch jetzt hier noch irgendwie einigermaßen sinnvoll positioniert? Pass auf, ihr geht mal da in Deckung. Tusu! Bráňte sa! Pripravený. Ach, der zählt der automatisch? Áno. Připravenější už nebudu. Připraven, pane. Sind alles Grenadiere, ne? Nee, sind's nicht. Das ist ein Totenschädel. Ich dachte schon.
Jdu do krytu. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostřelecký útok a postaráme se, aby ty hajzli zaplatili za svoje zločiny. So, einmal Artillerie. Aha, ako to búcha. Prišli sme si pre zásoby na cestu. Áno, pane. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané sú mŕtví. A jestli sa nepohneme, budeme mŕtví i my. So, sammelt mal. Ich werde das aufsammeln. Ihr müsst doch nicht alle zum gleichen Ding rennen. Tak sa pozrieme, čo tam. Látky môžeme použiť na uniformy a deky. Pôjdeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží. Pokračujte. To je uhlie. Skvelé. Palivo je tá najcennejšia surovina na našej ceste. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Už jdu. Jdu tam. Jsem na cestě. Munition, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dvojde munícia, je to len breme. Jednoducho by som privolal dělostřelecký útok. Okay, alle sind wieder da. Ich kann Medaillen zuweisen, aber bis zu drei? Okay. Und die bekommen zusätzliche EP. Also, Sanitäter macht, finde ich, Sinn. Grenadier macht, finde ich, Sinn. Aber okay, es ist nicht dauerhaft, und es ist nur einmal. Aber ja, ich finde, Grenadier macht Sinn, Sanitäter macht Sinn und ja, bei den dreien macht es eigentlich keinen riesen Unterschied, oder? Ein Levelaufstieg. So, wir sind mit einem guten Plus rausgegangen, aber das wird bestimmt nicht so einfach bleiben. Das war jetzt nur die Tutorial-Mission. Neue Legionäre haben sich angeschlossen. Ich finde es nur die Oberfläche ein bisschen überladen, to be honest. Ja. Muss ich jetzt nochmal extra einen Befehl geben? 200 Kilometer, wir müssen bis nach Moskau. Dieser interessante Ort kann erst ausgesucht werden, nachdem der Ort eben passiert hat, ja. Ah, okay, wir müssen festlegen. Wir müssen festlegen, wie schnell. Bei verhöhter Geschwindigkeit brauchen wir natürlich auch mehr Kohle. Sieht aus, als wäre hier ein Dorf. Wo lege ich denn die Geschwindigkeit fest? Wir haben 4 untätige Soldaten. Kann ich ihnen irgendwas Sinnvolles zu tun geben? Ruht sich den ganzen Tag aus. Hm.
Ja, aber... Okay, wir können sogar feststellen, wer Nahrung bekommt und wer nicht. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr fies. Aber ich kann jetzt, glaube ich, keine Aufgaben zuweisen, oder? Wir haben zwei geförderte Soldaten. Das heißt, wir können die einmal leveln. Was ist denn deine Rolle? Du warst der Kundschafter. Charisma, Willenskraft, Fitness, Geschicklichkeit, Intelligenz. Ja, was lohnt sich denn für ihn? Du bist ein... Du bist ein MG-Schütze. Aber ich sehe jetzt gerade nicht... ...dass eine von diesen Attributen das hier verbessert. Du bist auch befördert worden. Du bist unsere Ärztin. Dann bekommst du natürlich Intelligenz. Ach du Scheiße. Ich hab die doch gerade... Ich hab doch den Punkt gerade verteilt. Ich bin gerade etwas verwirrt. Sie hat den Effekt schwach. Okay, weil... okay. Humorvoll. Kannst du die Charaktere umbenennen? Nee, sieht nicht so aus. Nur Soldaten mit hoher Intelligenz können Ärzte werden und Sanitätswagen arbeiten. Okay, Sanitäter. Okay, Sanitäter sind für im Feld und Ärzte sind für auf dem Zug. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, habe ich jetzt dadurch, dass sie diese Rolle, also durch das Leveln, dass sie jetzt Stufe 2 Sanitäter erreicht hat, plus 1 Intelligenz bekommen? Oder hat sie die plus 1 Intelligenz gebraucht, damit sie auf dieses Level kommen kann? Also muss ich jetzt hier auf Charisma skillen, damit sie hier auf Stufe 3 kann, oder? Das ist ein bisschen... seltsam. Was? Nein. Ich möchte nicht die Lokführerrolle freischalten. Ach so. Okay, die könnte sie aber ein... Ach du Scheiße. Koch, Kundschafter, MG-Schütze... Okay, also sie hat schon beide Rollen, verstehe. Sie hat die Rolle Arzt und sie hat die Rolle Sanitäter. Und als Sanitäter hat sie gelevelt, weil sie Kampferfahrung gesammelt hat. Als Arzt levelt sie wahrscheinlich, wenn sie Soldaten hat im Zug behandelt. Und sie könnte auch Lokführerin werden. Weil sie diese... Okay, und wenn sie eine Rolle levelt, bekommt sie davon auch nochmal besondere Stats. Verstehe, jetzt ergibt alles einen Sinn. Also theoretisch könnte ich die freischalten, aber ja, hier ein Rollenpunkt, was dafür verbraucht. Den brauche ich aber vielleicht noch für was anderes. Okay.
Dann machen wir Fitness. Jetzt kann, ach du Scheiße, jetzt kann ich auch noch gefühlt alles andere werden. The world is her oyster. So, weil dann müssen wir ihn jetzt nochmal gerade leveln, weil dann haben wir das nämlich gerade nicht richtig gemacht. So, ihm haben wir Intelligenz gegeben. Er ist jetzt beim NG-Schütze auf Stufe 2. Er hat 70% Arbeitseffizienz als Koch. Der kann auch Arbeiter werden. Und alles. Der kann ja wirklich alles werden, bis auf Arzt. Wenn das mal kein Multitalent ist hier. So, wir haben 4 untätige Soldaten. Können wir. Die Frage ist, können wir den jetzt irgendwas auch. Okay, es gibt Kampfrollen und es gibt Zugrollen. Verstehe. Aber. Wie kann ich den jetzt noch eine andere Aufgabe zuweisen? Passiert das automatisch oder. Er hat nur eine Zugrolle. Er ist kein Kämpfer bisher. Okay, hier können wir abfahren. Soldateninfo, Soldatenüberblick. Wir haben 17 Soldaten, Moment. Fähigkeit für Ausstattung. Ach du Scheiße. Ja, man wird ein bisschen erschlagen, muss man leider sagen. Und 73%, aber hier muss ja gerade niemand genesen. Mach doch nicht irgendwo Pings, wo ich gar nichts machen kann. Ist das ein Rollenspiel? Irgendwo auch. Wir müssen Vorräte sichern. Super, dann gibt uns eine Dialogoption, obwohl wir nur halt gar keine Wahl haben. Macht ja dann Sinn, dort zu halten. So, Kartenansicht. Okay, wir wollen nach Moskau. Können wir ihn jetzt... Nee, wir kommen nicht mit der Kamera nicht weg vom Zug. Also wir können nur in der Kartenansicht sehen, wo sie hingehen.
der Brücke anhalten. Was kann schief gehen? Erzähl uns mehr über die Roten. Könnte meinen, dass sich nach dem Ende des großen Krieges die Lage beruhigen würde, aber sie rekrutieren und beschlagnahmen als Stunde der nächste bereits bevor. Ja, das ist ein bisschen prophetisch. So, wir können handeln. Das erinnert mich jetzt wieder so ein bisschen an This War of Mine. So, was hat er? Treibstoff, Holz, Stoff und Kräuter. Wir haben 323, nee, das ist der Verkauf. Ach, das ist der Preis, ich wollte schon sagen. Und 42 Kräuter, 199 Stoff. Verbrauchsobjekte, Gulasch. Bratenes Fleisch. Solange das Zeug nicht verdirbt. Waffen, Munition. Schlafmittel. Also Lebensmittel hat er nicht. So, ich würde behaupten, Stoff haben wir unmittelbar erstmal. Das heißt, wir nehmen das Holz mit. Zigaretten? Kann einem ausgewählten Soldaten geben werden für 20 Moral, aber der muss doch dann noch. Also wenn da mal keine Abhängigkeit entsteht hier. Apfelkuchen. Wodka. So, wie schicke ich die jetzt zurück? Okay, hier. Wir können den Druck bearbeiten, aber das müssen wir eigentlich nicht. Wir haben ziemlich viel Treibstoff. Wir setzen einfach mal Kurs auf Moskau. Ist kaputt. So, wir müssen einen Trupp auf Nahrungssuche schicken. Das können wir im Wald tun. Und die Lockfehlfunktion dauert wahrscheinlich 2 Stunden.
brauchen Holz und wir brauchen Metall. Metall haben wir zum Glück einiges. Ah ne, warte, das eine ist Haltbarkeit. Das sieht noch gut aus. Das andere ist die Fehlfunktion. Das dauert, kostet erstmal nur Zeit. So, wir brauchen Arbeiter, die das tun. Idealerweise aber welche, die jetzt nicht zu dem Trupp gehören. Hat einen anderen Auftrag auf den Zug. Du hast 93%. Du hast 104%. Du gehörst zu Trupp Nummer 1, das ist das Problem. Genau, ihr 5 gehört alle dazu. Schützposten. Schafft ihr das zu dritt? Weil, ach, das ist mit Tag- und Nachtschicht auch noch. Du ruhst dich nachts aus. Hä, wenn ihr euch aber nachts ausruht, dann könnt ihr das doch theoretisch... Siehst doch, vorhin, ich hätte 4 Leute, die nicht, die gerade arbeitslos sind. Gesamtarbeitseffizienz 249%. Wow. Okay, also dann müsste das ja... Das ist eine Arbeit. Da ist ein See und da ist ein Wald. Frage ist, kann sich der Zug bewegen, wenn der Trupp noch draußen ist? Dass der Trupp praktisch schon hier zum See und der Zug schon mal irgendwie hier hinfährt. So, die Ausdauer des Trupps. Da müssen wir auch aufpassen. Erinnert sich je nach Entfernung vom Zug. Ja, aber es sieht so aus, als könnten wir die Sachen auch, die Leute auch separat bewegen. So, Situation wurde beeinflusst, weil er ein Jäger ist. Oh, Maximilian hat sich den Knöchel verstaucht. Uff. Wir haben 60 Nahrung, 75 Kräuter. Die Lockfehlfunktion. Müsstet ihr nicht fertig sein, langsam mal? Jetzt seid ihr fertig. Das heißt, ihr könnt jetzt nämlich schon mal ein Stück vorfahren. Ich hoffe, der überfährt jetzt den Trupp nicht. 49% Arbeitseffizienz, das ist viel zu wenig. Lass die Peitschen knallen. Soldaten. Es ist erst 17 Uhr. Du kannst doch jetzt nicht schon müde sein. Auf 2 Stunden Fische fangen. Ja, das sollten wir wohl tun. Sowohl Tag- als auch Nachtschichten müssen besetzt sein. Eigenschaftseffekte. Das hat sich jetzt aber nicht so gelohnt, oder?
Wartet, ich muss hier und dann so. Ah, okay, weil die Ausdauer so niedrig ist. Ja, dann ruht euch mal aus. Muss ich das befehlen oder machen die das von selber? So, auf nach Moskau. Erst aufsuchen werden. Aber ich bin doch schon da. Erzähl mir doch nichts. So, du bist befördert worden. Du kannst jetzt Landminen benutzen. Granate, Landmine. Was für Skills brauchst du dafür? Granate ist bei Fitness. Er ist rachsüchtig. Hat mit den Roten noch eine Rechnung, die nur mit Blut bezahlt werden kann. Kann Dialoge anreichen. Okay, also es kann passieren, wenn ich das richtig deute, dass er uns irgendwann einfach angreift. Also, dass er... Hallo? OBS? OBS hat gerade ein bisschen... hatte kurz einen Freeze gerade. Also er ist rachsüchtig. Ich denke mal, das könnte passieren, dass er in bestimmten Situationen dann einfach plötzlich das Feuer eröffnet. Er ist nationalistisch, er ist schwach und tollpatschig. Das ist ja, sind ja tolle Eigenschaften für einen Grenadier, der mit Sprengstoff arbeitet. Rauchbombe, Extrapolzung, Nerven aus Stahl. Aber da macht Fitness ja für ihn total Sinn. So, wir können ihn auch ohne... Okay, wir können auch ohne einen Bewegungsbefehl. Das ist interessant. So, Mission starten. Schwierigkeit... Och du Scheiße. 4... Obwohl eine Truppgröße von 8. Diese Aktion bringt dich in die nächste Region und kann nicht rückgängig gemacht werden. So, wir brauchen so mit 8 Leuten hier hin. Die sind zum Teil ganz schön müde. Hä? Fähigkeit für Ausstattung? Aber ich... Was? Hä? Ah, okay, ich kann bis zu... Die können alle bis zu 4 Skills, aber es ist in dem Fall gar keine Wahl, weil ich gar nicht so viele Skills habe für die Charaktere. Moral ist bei allen noch gut. Artillerieschlag verfügbar, sehr gut.
das ein Kampagnenmodus oder reguläres Standard-Gameplay? Es gibt keine Kampagne in dem Sinne. Es ist halt immer so diese Reise durch Russland. Major, ten vlak sa rúti plnou parou priamo proti nám. Do pekla, červený do nás tu narazit. Legionári, pripravte sa! Generál Morozov. Měl jsem pocit, že se opět setkáme. Jste klamár a zbabelec. Jak to? Zničit vlak plný vojakov na cestě domů, keď naše národy mezi sebou nebojují. Dovolte mi připomenout, že jsem vám dal na výběr, majore. Když složíte zbraně, můžete Sibirš překročit míru. Je to víc než spravedlivé a ta nabídka pořád platí. Ovšem bez vlaku. A teď svejedno cene říte, aby se vzdala. Víte, že to neurobím. Věrný až do horského konce. To respektuji. Bůh žehnej vaši duši, bratře Gazdíku. Das war's mit dem Zug, ja. Sožente, kapitána Langera. Musíme sa dostať do Vladivostoku. Zavraždili majora Gazdíka. Toto nemůžeme nechat bez odplaty. Povídejte. Ach, to scheiße, wir haben neue Fähigkeiten. Rozumím. Taktische Pause. Wo ist mein Kundschafter? Pane? Wir haben zwei, okay. Podívám se, co tam je. Ano. Podívám se, co tam je. Vidím nepřítele. Poslouchám, pane. Moudrá volba. Es ist manchmal ein bisschen komisch, wo ich in Deckung gehen kann und wo nicht. Jdu do krytu. Nepřítel. Kdo jsi? Moment, zurück, zurück, zurück. Hledám kryt. Es ist so irritierend, dass man hier nicht in Deckung gehen kann. Lautlosmodus und dann. Podívám se, co tam je. Může to nestojit být na službě. So. Je zde kdo-nibuď? Měním pozici. Vidím onět. Dle rozkazu. Já zkým. Kdo? Ano, pane. Okay, wir sind gesehen worden, das ist... Už tu. Ale nicht super intuitiv. Podívám se. Ja, gut, wenn ihr... Jdu do útoku. Postarám se o to, pane. So viel dazu. Eine unserer Sanitäterinnen ist dabei leider verletzt worden. Pane? Tak se podíváme, co tam je? Poslouchám, pane. So, wir gehen erstmal nur mit dem kleinen Trupp. Vaše rozkazy, pane? Ano, pane. Drüben ist Gewehrmunition. Ano? Wo ist mein anderer Kundschafter? Připraven. To by šlo. Schau mal, ob hier drüben irgendwo was ist. Jasná věc. Tak se podíváme, co tam je.
Rozkazy, jdu na pozici. Weil die Straße scheint soweit sicher zu sein. Poslouchám, pane. Podívám se. Ano, pane. Podívám se, co tam je. Pane, podívám se. Ano. Der ist komplett allein. Postarám se o to, pane. Podívám se, co tam je. Jakoby se stalo. Als ob der ano, komplett allein ist. Podívám se. Ano, ano, pane. Tak se podíváme, co tam je. To also dafür, dass das Moskau ist, ist podívám se. Unfassbar ruhig hier. Ano. Tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Da drüben sind immer noch zwei. Tohle bude bolet. Ano, pane. So, das die Frage ist... Podívám se. Sehen die gleich die Leiche? Rozumím. Zaujímám pozici. Tak se podíváme, co tam je. Ob da oben nirgendwo Leute sind. Pane! Nepřátelské vozidlo! Rozumím. Ano. Jdu do krytu. Připraven. Scheiße, das... Pane. Tak se podíváme, co tam je. Da ist noch jemand? Ano. Tak se podíváme, co tam je. Ist praktisch, dass man mit dem Fernglas einfach durch Wände durchsehen kann. Ano. Tak se podíváme, co tam je. Pane. To by šlo. Podívám se. Ano. Vidím nepřítele. Also mit anderen Worten, wenn wir gründlich sind, können wir uns hier gut eindecken. Měním pozici. Postarám se o to. Vaše rozkazy, pane? Jdu do krytu. Podívám se, co tam je. Wie zum Teufel siehst du ihn jetzt? Jdu do krytu. Povídejte. Postarám se o to. Poslouchám. Jetzt mal ganz ehrlich, kann er den sehen? Poslouchám, pane. Vaše rozkazy? Ano. Du bleibst zurück, du bist schon verletzt. Kann ich stabilisieren, auch bei Leuten, die nur leicht verletzt sind? Čekám. Aber da bräuchte ich, weil dann wäre das ja infinite... Infinite Heal. Vaše rozkazy, pane. Idem do útoku. To je lepšia možnosť. Áno. So, wer von euch hat die Stürmenfähigkeit? Ano. Du. Ideme! Hey, tu, stoj! Čekám. Postarám sa o to. Sem pripravená. Jdu do krytu. To má být vtip? Povídejte. To nejde. Rozkazy? Určitě ne. Ano? Okay, nee, stabilisieren das wahrscheinlich nur für... Som tu. Für Leute, die
Ne. Die hat gerade dabei beeisen zu sterben, aber nicht. Urschicke, ne. Wäre ja auch sonst ein Infinite Health Glitch, also von daher ist ganz okay. Poslouchám. Podívám se. To by šlo? Nepřítel. Jdu do krytu. So, der andere. Poslouchám, pane. Podívám se, hält co das tam je. Hier im Auge. Rozkazy, pane. Tak se podíváme, co tam ano, je. Ano, pane. Rozumím. Podívám se. Ano, pane. Aber sonst ist hier gar nicht so viel los. Rozumím. Tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Okay, da müssen wir aufpassen. To by šlo. Podívám se. Musím se někam schovat. Je synem smrti. Rozumím. Jdu do krytu. Super, die Leiche ist verschwunden. Jsem na cestě. So, das Ding ist, hier können sie Alarm schlagen. Das sollten wir vielleicht unterbinden. Ano, pane. Ich sehe nur gerade. Behalte ihm am Auge. Die sind. Ano, tak se podíváme, co tam je. Zu, mindestens zu dritt. Podívám se. Okay, nee, das ist. Ich glaube, das könnte. Okay, hier ist Maschinengewehrmunition. To by šlo, tak se podíváme, co tam je. Ich glaube, das ist es nicht wert, pane, dafür einen Kampf mit einem halben Dutzend Leuten einzugehen. Auf der anderen Seite müssen wir sowieso hier die Straße lang. Ano, podívám se. Wenn wir es schaffen, ihmchen. To by šlo. Tak se podíváme, co tam je. Und ihmchen. Ohne dass die drei das mit, die vier das mitkriegen. Povídejte. Du do krytu. Ihr geht da lang. Připravenější už nebudu. Okay, hier ist doch ziemlich reger Verkehr. Podívám se. Ich sag ganz ehrlich, wie hoch ist die Reichweite von diesem. Podívám se, co tam je. Okay, das ist. Das hat absurd hohe Reichweite, das Aufklären. Vidím nepřítele. Pane? Ich finde es halt so irritierend, dass ich hier überall Deckungspunkte habe, aber nicht hier an dem Gebäude. Podívám se. Rozkazy, pane? Poslouchám. Podívám se, co tam je. Ano? Pane? Tak se podíváme, co tam je. Jsem připravena. Hledám kryt. So, sehen die uns hier durch? Weil das ist ja volle Deckung hier. Der könnte uns sehen. Hledám kryt. Da gibt es Stoff und noch mehr Stoff.
jdu do krytu. Ich gehe dahin. Poslouchám. Rozumím. Vidím nepřítele. Vaše rozkazy, pane? So, das ist ja Full Cover. Also eigentlich muss das ja verhindern, dass meine Leute gesehen werden. Povídejte. Natürlich. Rozkazy? Měním pozici. Ano? Der dürfte keine Vision da drauf haben. Aber er hat sie natürlich trotzdem. Připravenější už nebudu. Čekám. Wieso kann er... Also ich verstehe noch nicht ganz, wie die Sichtkegel hier funktionieren. Útočím. Zaměřuju! Poslouchám. Ano. Postarám se o to, pane. Povídejte! Jdu do krytu. Připravený! Rozkazy? Jdeme! Ano? Ano, pane! Zde! Rozumím! Poslouchám, pane. Podívám se, co tam je. Nepřátelské vozidlo. Ano? So, moudrá wollen wir ihn tot volba. Oder lebendig? Das ist die Frage. Mhm. Podíváme se, co je... Tak čo teraz? Do toho zbabelca necháme len tak utiecť. Major Gazdík by nechtěl, abychom riskovali život jen kvůli pomstě. Měli bychom najít kapitána Langera. Podle původních rozkazů. Už nějakou dobu je nasazen v Moskvě a určitě bude vědět o způsobu, jak se odsud dostat. Mhm. Jdu do jako by se stalo. Jsem na cestě. So, ano. Scout. Artillerieschlag ist in dieser Mission nicht verfügbar, stimmt, weil der Zug hinüber ist. Ano? Ano, pane. Nepriateľ. Du do krytu. Zurück, 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 zurück. Poslouchám. Tak se podíváme, co tam je. Připraven. Ano. Rozumím. So, wo ist mein anderer Kundschafter? Připravenější. Du scoutest? Lina, kommt er noch? Tohle bude bolet. Povídejte. Soll ich ein bisschen schneller gehen, bevor der bei seinen Dudes ist? Wir machen es anders. Tak se podíváme, co tam je. Wir töten ihn, wenn er wieder hier lang geht. Und dann müssen wir sowieso hier vorbei. Ja, super. Wobei, nee, müssen wir nicht. Wir können hier durch.
Minus eine Gesundheit pro Stunde. Rozkazy. Připraven. Tohle bude bolet. Ano. Rozumím. Poslouchám. Tak se podíváme, co tam je. Jasná věc. Podívám se. Tu na pozici. Pane? Rozkazy, also, pane. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der Fog of War überhaupt tak se podíváme, co tam je. So sinnvoll ist. Ano, podívám se. Vidím nepřítele. Pane, tak se podíváme, co tam je. Nepřítel. To by šlo. Podívám se. Už jdu. Also ob der so sinnvoll ist, wenn ich sowieso dann hier meine Kundschaft da habe. So dass ich halt da, wo ich brauche, sowieso immer überall Vision habe. Připravenější, ano. Podívám se. Poslouchám. So, ich habe keine Vision in diesem... Genau, hier ist nämlich toter Winkel. Wie kommst du das Game? Ich habe den Key vom Entwickler bekommen, beziehungsweise vom Publisher. Hier, Royal, danke für den Sub. 6 Monate T2. Ach du Scheiße. Vielen Dank. OBS macht gerade wieder irgendwie... Hallo? OBS? Merkt man, dass das OBS teilweise stehen bleibt? Wobei der Studiomodus läuft weiter, deswegen vermute ich mal, dass einfach nur gerade die Pegel und der die Aufnahme und Streamtimer wahrscheinlich einfach irgendwie nicht richtig mitlaufen. Je synem smrti. Ano? Podívám se. Okay, hier ist tohle niemand. Bude bolet. Töte ihn. Dann sieht er so der hat sich jetzt umgedreht? Postarám se o to, pane. Jsem pod palbou! Můžete se spolehnout! Verdammt, helft ihm. Dobře, jdu tam. Postarám se o to. Nein, wo lauft ihr denn lang? Ano? Útočím. Pane! Komm weg da. Du, na pozici! Wieso trefft ihr alle nicht? Jsem raněný. Sam, tenhle je můj! Připraven, pane! Mach den am Ende. Set! Ty, stoj! Rozkazy! Und du stabilisierst ihn. Myslím, že budeš žít. Můžete se spolehnout. Čekám. Povídejte. Ano, pane. Nepřítel spustil poplach.
Genau das wollte ich vermeiden. Co se děje? Už jdu. Kde je major Gazdík? Je mrtvý. Může za to ten bastard Morozov. Takže to začalo. Rudí šíří svou jedinou pravdu jménem jednoty. Z toho bude občanská válka. Zničili nám vlak. Většina naší jednotky tam zahynula. Musíme odjet co možná nejdřív. Je tu ještě jeden vlak, kterým můžeme jet. Tady je mapa města. Jestli se dostanete k tomuhle nádražnímu depu, budeme moct obsadit jiný vlak. Dávejte pozor. Rudí nejspíš vědí, že hledáme nový vlak a budou depo urputně bránit. Já tajně svolám svou jednotku a připojíme se k vám v depu. Počkejte tam na nás. Co se děje? So, Hauptziel abgeschlossen. Nicht misslíte. Aber hier, wo wollen wir denn jetzt hin? Hier rüber. Das ist schön, dass hier uns suggeriert wird, dass wir hier lang können, aber können wir nicht. Von wo kommen jetzt die Truppen, die alarmiert wurden? Die schneiden uns gerade schön den Weg ab. Ano, podívám se. Vidím, poslouchám. Už jdu. Na, guck, dass ihr da wegkommt. Er ist ziemlich verlangsamt. Gelegentlich haben Soldaten in der Nähe Unfälle. Ach, super. Připraven. Macht es Sinn, den Weg, den wir gekommen sind, zurückzunehmen? Nein, nicht wirklich. Na, wir müssen so oder so an den da unten vorbei. Rozumím. Připraven. Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel. Aber es könnte zu unserem Vorteil sein, dass wir sie alarmiert haben. Podívám se. Jsem na cestě. Připravenější už nebudu. Weil jetzt sind sie nämlich nicht mehr hier. Pane. Jsem připravena. Sage ich jetzt, wo es passiert ist, dass das Absicht war, ne? Vaše rozkaz. Samozřejmě. Pane? Poslouchám. Ano, pane. Was ich noch ein bisschen irritiert, ist, dass der Statuseffekt hier pro Stunde ist. Also, so geht das ja, dass die Zeit hier auch weiterläuft. Rozumím. Schovám se. Vaše rozkazy, pane? Podívám se. Postarám se o to, pane. Nepřítel. Ano. Pane, podívám se, co tam je. Jdu okay, do krytu. Nepřítel. Podívám se. Hier müssen wir hin. Treibstoff. Noch mehr Treibstoff. Den sollten wir natürlich schon irgendwie versuchen zu sichern. Ano, podívám se, co tam je. Jako by se stalo. Podívám se. Das ist zu ruhig hier. Ano, podívám se, co tam je. Postarám se o to, pane. Podívám se. Pane, podívám se. Našli jsme ho.
kapitán Langer měl pravdu. Je tam vlak, který nás odveze do Vladivostoku. Měli bychom sehnat co nejvíc paliva, zatímco budeme čekat na zbytek legionářů, kteří jsou nasazení v Moskvě. Červení asi nebudou mať radosť, že se jim snažíme prebrať vlak. Tento raz se ani nebudu obťažovat, aby nám povedali, že máme zložit zbraně. Hľadám kryt. Tak já to vypáčím. So, wir nehmen alles mit, was wir irgendwie noch mitnehmen können. Rozumiem. Poslouchám. Tak se podíváme, co tam je. Ano? To je lepší možnost, ano. Poslouchám, pane. Ano. Wo ist der Bre, der hier war? Jakoby se podívám stalo. Se, co tam je. Vidím nepřítele. Pane, podívám se. Postarám se o to, pane. Sieht aus, als müsste es hier voll mit Soldaten sein, aber ist es nicht. Počul, jsem na cestě. Vaše rozkazy, pane? Podívám se. Mhm. Das könnte ganz dezent OP sein, dass wir einfach nur unseren Scout nutzen müssen, um halt jegliche Wände zu durchblicken. Poslouchám, jako by se stalo. Podívám se, co tam je. Also ich habe das Gefühl, das, was in XCOM Overwatch Spam ist, ist hier, dass man Aufklären benutzt. Okay, wir hätten auch von hier aus gehen können. Kriemsa. Idem na pozíciu. Poslouchá, samozřejmě. Hier ist noch Treibstoff, da ist noch Treibstoff. Podívám se, co tam je. Ano, podívám se. Jakoby se stalo. Podívám se, co tam je. Ich möchte mich ungern auf Kämpfe einlassen, die nicht sein müssen. Připraven, pane. Postarám se o to. Postarám se o to. Vidím nepřítele. Die scheinen sich nicht umzudrehen. Nepřítel! Jetzt in die falsche Richtung. Das Ding ist, wenn ich... Ich
kann wahrscheinlich nicht zwei von ihnen. Rozkazy? Oder? Skryjem sa. Ano? Ich kann wahrscheinlich nicht zwei von ihnen mit einem Stealth killen. Excuse me? Czekam na rozkazy. Vaše rozkazy? Zde. Nebude to čekat. Smažte zbrak! Legionáři! Zaměřuju. Před! Jdeme! Sakra. Připravený. Jdu do útoku! Genau. Vidím nepřítele! Povídejte. Hledám kryt. Stoj na mě. Připraven, pane! Rozkazy? Měním pozici. Du jetzt bitte auch. Připravenější už nebo starám se o to, pane. Podívám se, co tam je. Ah, okay, meine Verbündeten sind da, das ist schon mal gut. Vaše rozkazy, pane. Okay, shit, du bist gerade in einer ganz beschissenen Position. Kannst du bitte laufen? Vaše rozkazy, pane. Zaujímám pozici. Du auch. Čekám. Du do krytu. Ah, okay, ich kann die auch gerade steuern. Das heißt, ihr helft bitte mal. Vidím nepřítele! Zaměřuju. Povídejte! Das ist gerade schnell eskaliert. Starám se o to. Ano? Měním pozici. Počúvam. Skryjem sa. Wir brauchen eine Granate. Und zwar... Odistiť! Zahodiť! Áno. Wo bist du? Ist er tot oder kann ich ihn wiederbeleben? Rozkazy? Nehmen wir schön hydrieren. Kann ich... Jsem připravena. Wie wär's mit mir hydrieren? Ich hab grad hydriert. Tenhle je můj. Jsem připravena! Rozkazy? Postarám se o to! Čekám. No, nech si to! Legionary! Jdu do krytu! Granát! To nejde. Ne. Nevidím žádný pohyb. Ano? Už tu! Du holst tak se den podíváme, Treibstoff. Co tam je. Čekám. Vaše rozkazy. Tak já to vypáčím. Ne. Ano, ano. To nejde. K
Kéž by to šlo, pane. Tak se podíváme, co tam je. Wieso holt ihr das Zeug nicht, verdammt? Ano, hned tam budu! Rozkazy. Poslouchám, postarám se o to, pane. A teď je to moje. Čekám na rozkazy. Nepřítel! Postarám se o to. Povídej, rozumím. Alle zum Zug. Čeká, už jdu. Jdu do krytu. Bagažíř. Jsem připravena. Ano, rozumím. Zde. Rozumím. So. Rozkazy. Vlak je náš. Ať všichni nastoupí a vyrazíme. Rudí to tak nenechají. Aber du bist jetzt nicht in der Lage, ihn zu heilen, no? Kannst nur seine Ausrüstung mitnehmen. Ano, pane. Nepriatel! Povídejte. Kto je zde? Rozumím. Čekám. Postarám se o to. Mucha pojti glanuť. Vidím nepřítele. Pokažis. Jsem připravena. Rozkazy! Granát! Kto zde? So, das war ja mal nicht sehr erfolgreich. Wir könnten die Mission theoretisch neu starten. So, wir haben etwas Moral verloren. So, es sind einige Soldaten dazugekommen. Und ein Enzyklopädie-Eintrag ist freigeschaltet worden. Uff. Moment, so. Nichts tun, Grabrede halten. Auf die Toten trinken oder Trauermahl abhalten. Volle Moral, 5% des Soldaten Status erschöpft erhält. Wir können uns definitiv keinen. Aktuellem Verbrauch reicht die Nahrung 1,8 Tage. Ich glaube, das wird ein Problem. Also Antonin hält eine Predigt. Was die Moral wieder ein bisschen hebt. S naším velícím důstojníkem jsem se poprvé potkal v Moskvě. Bylo to v předvečer revoluce a město bylo plné strachu z občanské války. Rudí vydali ultimátum, které vedlo k násilí. Přišli jsme o majora Gazdíka i spoustu dobrých vojáků.
Československá legie byla vnímána jako hrozba, protože jsme byli profesionální armáda bez jasné příslušnosti. Chtěli nás odzbrojit, zadržet. A kdybychom se bránili, měli nás zabít. Jenže nás krvavé záležitosti té cizí země nezajímaly. Chtěli jsme jen bezpečnou cestu z Ruska. Do naší nové republiky. Domů. A v skutku, tohle byly naše rozkazy. Dostat se vlakem do Vladivostoku a nalodit se na plavbu domů. Překvapilo mě, že mi neřekli, abych tohle tažení vedl. Navzdory mým zkušenostem z pole. Místo toho jsem byl pouhým poradcem a pobočníkem našeho velitele. Bylo to neslýchané. Ale tehdy jsem neměl žádný dobrý důvod pochybovat o naší prozatímní vládě. Z Moskvy jsme utekli živí jen o vlásek, ale podařilo se nám zajistit obrněný vlak na naši dlouhou a náročnou cestu. Kapitel 1. Ich habe das Gefühl... Scheiße, das könnte eine längere Reise werden, wenn ich das angucke. Wir müssen einmal... Wir müssen hier einmal quer durch. Und hier können wir uns... Okay, und an zwei Stellen können wir andere Routen wählen. Aber das... Tag 0? War das jetzt alles ein Tag? Majore, informovali mě o vašem povýšení. Já jsem kapitán Langer. Můj služební záznam si můžete přečíst později. Přiřadili mě k vaší jednotce, abych vám dělal pobočníka a mohu-li být smělý také poradce. Takže přišly nám rozkazy od prozatímní vlády Československé republiky. Chválí naši hrdinskou oběť na východní frontě, která pomohla zajistit nezávislost naší nové republiky. Rusko se však oficiálně nachází ve stavu občanské války a naši staří váleční nepřátelé zatarasili všechny přímé cesty na západ. Abychom se dostali na západ, musíme jít na východ. Tímto obrněným vlakem. Z Moskvy přes celou Sibiř do Vladivostoku, kde dokončíme naši evakuaci přes moře. Navíc nám nařídili neplést se do konfliktu mezi rudými a bílými. Máme zůstat neutrální a nechat ruský lid, aby si své záležitosti vyřídil sám. O tom, jak máme zůstat neutrální, pokud by na nás zaútočili, nepadlo ani slovo. Na papíře to určitě vypadalo dobře. No nic, čeká nás dlouhá a náročná cesta. Měli bychom okamžitě vyrazit a stavit se v Penze pro další rozkazy. Gibt's jetzt einen neuen Zug? Ja, wir haben gerade einen neuen Zug aus Moskau mitgehen lassen. Na, das hat jetzt unsere ganzen Bestände, glaube ich, gekillt. Okay, um deine Soldatenswande muss ich auf Verbrauchsobjekte verlassen, sowie auf Ärzte, die sich an manchen Bahnhöfen eventuell gegen eine Gebühr bereit erklären, zu helfen. Und wir haben keinen Artilleriewagen mehr. Und wir haben nicht mehr viel Treibstoff. Ja, so kommen wir definitiv nicht an unser Ziel. Ach, du Scheiße, wie viel... Ja, es sind 500 Kilometer, ne? Unser Verbrauch ist viel zu hoch. Wir könnten theoretisch, wenn wir genug Treibstoff hätten, in einem durchfahren. Der Status an die Soldaten findet, dass sie eingesetzt werden. Verbrauchsobjekt. Wir haben Wodka, wir haben Aufputschmittel, wir haben ein Erste-Hilfe-Set. Und das war's.
Nach Kolomna können wir es schaffen. Aber wir haben 13 deprimierte Soldaten, 7 müde Soldaten und 3 verletzte Soldaten. 2 davon schwer. Also wir brauchen definitiv einen zweiten Trupp, aber wir haben ja auch Soldaten dazu bekommen. So, wir erstellen einen zweiten Trupp. Wenn wir sammeln wollen. Wir haben hier ein Waldgebiet und wir haben einen See. Da macht es Sinn, jemanden zu haben, der da entsprechende Trades hat. Kann ich den Trupp umbenennen? Nein. Charismatisch, abenteuerlustig, kommunistisch. Zusätzlich Nahrungswälder und Seen, das ist schon mal sehr hilfreich. Stapelt auch nicht. Einbrecher. Und Charisma könnte auch helfen. Dann müssen wir aber auf jeden Fall erstmal die Nahrung rationieren. Und zwar von allen. Wo mache ich das? Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt halbe Ration für alle. Damit reicht die Nahrung für 2 Tage. So, wir schicken mal Trupp 2. Sind die... Hallo, ich habe die Truppen... Ich wollte genau ihn doch losschicken. So, los mit euch. Könnt ihr jetzt hier irgendwas tun? Können handeln, aber wir haben nicht viel Geld. Beseitigt Statuseffekte hungrig und hungernd. Ich glaube, das war nicht so gut, dass ich das Geld, so dass ich so viel Geld ausgegeben hatte vorhin im ersten Kapitel. Günstigsten ist Kaviar. Gefolgt von Gemüsesalat, damit wir die Statuseffekte wegkriegen bei Bedarf. Wir haben, es ist halt echt schlimm, wir haben nicht wirklich
So. So, einmal angeln. Wohin geht die Reise? Auf kannst du mehr. Krätze. Uff. Ja, Krätze ist fies. Unter den Bedingungen ist es kaum möglich, das loszuwerden. Kleidung verbrennen bringt aber auch nichts. Es ist Blödsinn. Also Krätze sind ja Getier unter, also Organismen unter der Haut. Das bringt uns in dem Fall alles nichts. Als ob das jetzt bei den 36 gesund. Was hatte der denn bitte für einen krassen Fall von Krätze, bitte? So, die müssen aber nichts. Müssen die nichts zurück, um das hinzubringen? Weil die Sachen sind jetzt schon direkt hier. Ihr werdet umgeleitet und wir... Sag mal. Der Zug fährt weiter. Zug hält an, so. Der Arzt ist bereit, meine Verletzten zu behandeln. Ihr hackt Holz. Dann macht ihr euch jetzt auf dem Rückweg und wir gucken. Mit uns Schießpulver, Metall, aber auch nicht in großen Mengen. Erste-Hilfe-Sets. Sanitätskästen, Munition. Wir müssen erstmal unsere ganzen Verletzten behandeln. Siebenhundert. Ja, wir müssen die Leute heilen, das bringt uns nichts. Hier können wir Metallstoff, Nahrung. Eigenschaft, Hauswirtschafter und Einbrecher. Wir haben jemanden, der Hauswirtschafter ist. So, pass auf. Welche Trupps brauchen wir hier? Wir haben Habgierig, ist hier hilfreich? So, ihr ruht euch aus. Wir lösen alle Trupps auf. Also
alkoholkrank. Ja, super. Abenteuer, lustig. Jäger, Hauswirtschafter. So, was haben wir alles? Metall und Treibstoff und XP. Dadurch, dass wir nicht mehr wirklich Geld haben, sollten wir vielleicht wirklich überlegen, ob wir... Wir haben Metall im Wert von 3000. Wir haben Stoff... Im Wert von 3000. Macht da vielleicht erst Sinn, wenn wir weiterfahren. Und dann vor Ort gucken, wenn wir hier wieder die Chance haben, ob wir vielleicht damit was anfangen können, aber mit dem ganzen Zeug, ob wir damit unseren Zug aufwerten können. Beziehungsweise ob wir da irgendwie mal vielleicht wieder einen Wagen für unseren Verletzten bekommen oder sowas. Ein Trupp zu dem Militärlager. Das ist irgendwo hier. Ich dachte, wir wollen neutral bleiben. Zugzusammenstellung. Der erste Wagen des Zugs am anfälligsten. Ach du Scheiße. Wir haben kein Geld. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich jetzt schon handlungsunfähig bin. Beziehungsweise eigentlich müssen wir... Erschlechte Moral kann zu Desertieren führen. Ja, die Situation ist scheiße, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich will ja eigentlich, dass sich meine Soldaten ein bisschen erholen. Hungrig, minus 1 Moral pro Stunde. So, wer hat die schlimmste Moral gebrochen? Sollen wir ihr Wodka geben?
Der Schatten auf meiner Seele. Ja, genau. Wodka ist die Lösung für alle Probleme. Wird das ein Mehrteiler? Ich weiß noch nicht, ob ich das komplette Spiel im Stream spielen werde, weil dafür habe ich, glaube ich, einfach nicht genug Stream-Slots. Aber wenn ich ein Video dazu mache, so sollte ich zumindest einmal ja das Ende gesehen haben. Dunkelheit schleicht sich an mich voran. Leute, ist doch... Wir sind gerade noch ein paar Stunden unterwegs. Hauswirtschaft, sie hat einen ganzen Keller voller Kohle. Das sind 17. Wow, danke Spiel. Danke für nichts. Geht ja nicht anders. Wir müssen. Wir müssen mit den Soldaten einen trinken gehen, bevor wir hier verschwinden. Ich verkaufe mal die Hälfte von unserem Stoff und die Hälfte von unserem Metall. Ja, wir müssen es uns leisten können, zumindest hier kurz zu bleiben. Super, er ist verletzt. Ja, Mannschaft, das sind nicht Leute. Lass mich doch mal. ...53 Nahrung. Damit könnten wir uns glaube ich, erlauben, wieder auf volle Rationen zu gehen. Bevor uns alle hier desertieren. Auf ihr kommt zurück und dann gehen wir einen trinken. Bei einem Bier mit dem Entmutigten reden ist teurer. Oder 40 für alle. Wir haben hier 18, 12, 14, 16, 18. 8, 10, 12, 13, 16. Ernsthaft? Sie ist einfach nur nicht dabei, weil wir sie vorhin hochgepusht haben. Aber ansonsten ist das hier auch die bessere Option.
ruht sich aus. Sind sich alle am Ausruhen. So, räumt mal eben die Schienen. Die Spitze des Zuges kann beschädigt werden, der Rest nicht. Also in Kura wurde versetzt. Was hast du gemacht? Ich muss gestehen, dass ich mich gerade ein bisschen railroaded fühle. Hauswirtschafter und Einbrecher, Überlebenskünstler, Jäger. Pass auf. Trupp. Auflösen. Es müssen mindestens 3 Soldaten drin sein. Also. Die haben alle so viele negative Eigenschaften. Einbrecher. Jäger. Hauswirtschafter, Überlebenskünstler. Die sind halt alle nicht in guter Verfassung. Aber was sollen wir machen? Wir brauchen Treibstoff. Wenigstens kostet das hier uns keine Ausdauer. Also zumindest nahrungstechnisch hat das geholfen. Aber wir brauchen Treibstoff. Aber das Einzige, was er verkauft, ist Nahrung. Aber davon nicht wenig. Das sollten wir tun. Das wird gerade aber auch eine Punktlandung, ne? 25 brauchen wir, um bis zum nächsten Ding zu kommen. Wo crafte ich denn Sachen mit meinen ganzen... mit meinem ganzen Zeug? Wir haben keinen Lokführer in der Lokomotive.
Oh, jetzt fängt er an, uns subtil Befehle zu geben. Hilft im Dorf und erwerbt das Vertrauen der Einheimischen. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Hilft uns aber nicht, wenn wir nicht bis dahin kommen. Der Zug bringt uns noch genau bis hier. Und dann ist vorbei. Also ich glaube, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen ist... Ran out of fuel. Einfach ein Achievement dafür, dass ich jetzt keinen Treibstoff mehr habe. Hauswirtschafter und Einbrecher ist hilfreich. Das hilft euch auch, jemanden dabei zu haben, der charismatisch ist. Habgierig. Handelt ohne nachzudenken, ist vielleicht nicht unbedingt gut. Nehmen wir ihn. Das Dorf, meint er. Hätte ich ja gar nicht wegfahren dürfen. Stoff, etwas Nahrung. Ohne Truppgröße 6. Hier in der Ausrüstung im Zuginventar. Also ihn können wir nicht dafür schicken. Jetzt, okay, warte, er empfiehlt, 8 Leute mitzunehmen. Wir haben gerade keine Kundschafter, ne? Das sollten wir vielleicht ändern. Komm, fahren können wir gerade sowieso nicht. Du bist zu müde. Du kommst bitte da weg. Wie kriege ich ihn jetzt da raus, verdammt? Hallo? Ich möchte ihn wieder aus dem Zug rausbekommen. Da, so.
Er hat die Armee weit geöffnet. Was? Na gut, dann versuchen wir mal zu helfen. Tolik práce. Je tu plot, pár beden, pár vlků. Vlci? Čo ďalej? Baba Jaga? Ha, to je fúk. Zvládneme všetko. Dobře, jdu tam. Postarám se o to. Našla jsem opravářskou sadu. Povídejte. Postarám se o to. Už jdu. So, musím jí bohu kämpfen? To by šlo. Připraven. Jdem na pozíciu. Čekám. Jsem připravena. Ne! Zaujímám pozici. Ako rozkážete, pane? Pane, určitě ne. Počúvam. Ano? Wieso geht denn das nicht? Ano? Aber das geht. Du dokry, postarám se o to. Zeig mir doch keine Gegenstände als interactable, wenn ich da nicht mit interagieren darf. Dobře, jdu tam, postarám se o to. Ano, pane. So, die Kisten müssen ins Lager. Ach so, die sollen da abgelegt werden. Sag das doch. Žádný problém. Poslouchám. Postarám se o to. Seberu všechno, co najdu. Čekám na rozkazy. Žádný problém. Jdu do krytu. Ano. Poslouchám. Už idem. So, wir müssen irgendwo noch Reparatursets finden. Hej, přestaňte posouvat ty bedly, já je počítám. Proč se pořád zdvojnásobujou? Ano, pane. Počúvam. So, das Wasser soll zur Kirche. Vyrážam. Das ist mir gerade ein bisschen zu einfach, ich traue dem nicht. Nur gesagt, ich weiß gerade nicht, wo Reparatur-Kits sein sollen für den Zaun. Poslouchám. Rozumím. Připraven. Hledám kryt. Připraven, pane. Rozumím. Rozkazy, pane? Ano, pane, pane. Ano. Podívám se. Připraven. Počúvám. Jasná věc. Pane, jsem na cestě. So, folgt die ihm jetzt oder? Nein. Kann ich ihm irgendwie. Nein, ich kann ihnen nicht sagen, dass sie ihn bitte beschützen sollen. Rozkazy? Rozumím. Podíváme se, co je uvnitř. Připraven, pane. Počúvam. Presne tak, pane. Frage ist, kriege ich vielleicht gleich Ärger, wenn ich die ganzen Sachen hier mitnehme? Rozumiem. Ano, a teď je to moje.
Postarám se o to. Ano, jsem na cestě. Počúvám. Jasná věc. Bůh vám žehnej, legionáři, jako ve své nekonečné moudrosti žehná této vodě. Jsem připravena. Už jdu, žádný problém. Jsem připravena. Ach, warte, das Reparaturkit brauchte sie nur eins. Ja, okay. Dann fehlen ja gleich nur noch die Wölfe. Poslouchám. Ano? Tak, hotovo. Máme tři třísky, dva bolavé palce a jedno pohmožděné sebevědomí. Na budouce budeš držet klince a kladivo si vezmem já. Da ist ein Schlüssel. Našla jsem klíč. Jasná věc. Přesně tak, pane. Tak se pozrieme, co tam je. Už idem. Okay, wir haben gerade irgendein Achievement getriggert. Rozumiem. Weil wir dieses Lager geplündert haben. Was jako by se stalo dle rozkazu. Čekám, dobře, jdu tam. Wieso bin ich hier mit 9 Leuten hingegangen? Wollte doch eigentlich nur mit 8 gehen. Povídej, už jdu. Hledám kryt. Nepřítel! Ano, pane. Genau, die Wölfe laufen natürlich jetzt auch in unser Gewehrfeuer rein. Dobrá práce. Teď musíme najít jednoho z vesničanů. Měl se vrátit už před pár hodinami, ale nikdo ho nemůže najít. Vlkou jsme už zabili. Jen ty čtyřnohé. Suchen wir auch noch Rotkäppchen. Dobře, jdu tam. Vaše rozkazy, pan. Snad to bude stát za to. Poslouch, už jdu. Pohřešovaný vesničan. Střelili ho dozad. Jsou to divoká zvířata. Dvounozí vlci s červenou srstí. Jejich dílo už jsme viděli. Chtějí všechny zabít a vypálit vesnici. Neopravil jsem ten plodlem preto, aby zhorel. Dajte mi pár granátů alebo guľomet a já červeným ukážem. Počúvam. Ok, du hast... Problem ist, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Eigentlich bräuchten wir wirklich halt Granaten. Pripravený. Einmal mit Friedensstiften mitten rein. Ja, das wäre jetzt praktisch, wenn das ginge. Ano. Vaše rozkazy, pane. Rozumiem. Ihr geht dahin. Hallo? Nepriateľ. Povídejte.
Okay, sie teilen sich auf. Das heißt, wir können sie gleich flankieren. Mhm, ruhig du. Zaujímam pozíciu. Kto zdes? Tuto kto zdes? Připraven. Zaujímam pozici. So. Rozkazy! Granát! Zdes vrak! Što je to bylo? Co se je? Můžete se spolehnout. 4 von 5. Povídejte! Som zranený! Je to veľmi zlé, pane! Je to jen škrábnutí. To frasa. Jsem připravena! Rozkazy, pane! Připraven. Čekám! Dobře, jdu tam. Postarám se o to. Ano? Měním pozici. Rozkazy? Povídejte! Rozkazy? Ano? Kommt weg, Chekam. Da. Ano, pane. Dobře, jdu tam. Jsem připravena. So, ihr beeilt euch mal bitte. Checkam. Könnt ihr euch hier irgendwie verschanzen? Was soll ich für eine Sprache in der Vertonung? Ich nehme mal Tschechisch, Russisch und ich glaube Serbisch. Postaram se o to. Also zumindest wenn man halt mit Povídejte. Mit immersiver Einstellung spielt. Už jdu. Checkam. Jdu do útoku. Rozumím. Diabolčina. Povídejte, jdu do krytu. Oblast je čistá. Měním pozici. Nepřítel. Moment, jetzt teilen sie sich auf. Ano. Habe ich jetzt ihre KI kaputt gemacht? Rozkazy? Jsem připravena. Ano? Zaujímám pozici. Hádžem granát! Sudě zbrak! Rozumím. Ano. Das war zumindest schon mal einer. Som pod palbou. Granát! Rozkazy. Ja. Som zranený. Čekám. So, und jetzt bitte ihn stabilisieren. Že budeš žít.
Povídejte. Postarám se o to. To nechápem. Nemali by červený ponúknuť dedinčanom pomoc? Ano, je to divné. Možná jim někdo řekl, že jsme tady. Nebo možná chtěli všem ukázat, co se stane, když si v téhle občanské válce nevyberou tu správnou stranu. Kapitán Langer bude vědět, co dál. Jdeme! Pane, jdu do krytu. Rozumím. Leider gehen wir wieder mit einem weniger nach Hause. Rozkazy? Es ist eine Immersionsoption. Genau, ja, also das ist die. Es gibt Checker. Halt auch noch die Einstellung, dass die halt alle Englisch oder Deutsch sprechen. Anno? Oder Französisch. Also das waren die drei Sprachen, die mir angeboten wurden. Ich kann auch den Toten Medaillen verleihen, aber die EPs gehen davon verloren. Das ist. Ja, total hilfreich. So, wir haben ein bisschen Treibstoff erbeutet. Ist nicht funktionsfähig. Aber sind auf dem Weg zum Zug, das ist schon mal gut. Wie weit kommen wir mit unserer neuen. Die kommen zumindest schon mal bis zum nächsten. Ach du Scheiße. Lage der Roten Armee. Damit will ich mich aber nicht anlegen mit unserem aktuellen Zustand. Zugansicht. Wir könnten die Haltbarkeit wiederherstellen, aber die sieht soweit noch ganz gut aus. Okay, hier können wir Upgrades vornehmen. Sicherheit, ach du Scheiße, da hätte man uns vielleicht auch mal einführen können gerade, wo wir schon mal hier sind. Holz. Verringert die Geschwindigkeit der Treibstoffverbrennung, das ist schon mal eine gute Idee. So, du fährst sowieso nicht.
Geht ihr bitte hier rüber? So, was können wir hier machen? Mäusefänger. Fängt das Risiko einer Rattenplage. Sammler von toten Ratten kann eine Rattenplage zu beseitigen, kann zu mehr Nahrung verhelfen. What? Fällt dir das Game? Ich finde, es ist ein bisschen... Also man wird mit sehr viel Infos erschlagen, zum Beispiel jetzt hier mit den Wagen. Ich bin nicht darüber informiert werden können, welche Optionen ich hier habe. Also dafür, dass einen das Tutorial am Anfang sehr in die Hand genommen hat. So, Infanteriewagen, was haben wir hier? Das hat die Innentemperatur. Bequemes Wohnen. Gesundheit und Moral um 1 pro Stunde, wenn ein Soldat sich im Wohnbereich ausruht. Mhm. So, wie viele von unseren... Ich will wissen, wie viele von unseren Leuten wo sind. Na, ganz ehrlich, mit 3 Infanteriewagen weiß ich gerade noch nicht, was wir sollen. Bequemes Wohnen ist eigentlich total überfällig. So, wir nehmen Infanteriewagen Nummer 1 und dann machen wir hier... Gesundheit und Moral, aber nicht Ausdauer. Macht mal ein paar Upgrades hier. Ist das schon fertig? Es ist heute rausgekommen. So, wer hatte schon die Rolle Fahrer? So, können wir bei ihm noch irgendwie skillen? Nein. Wie viel Metall haben wir? 100. Also im Moment habe ich das Gefühl, dass wir chancenlos sind.
kein Lokführer in der Lokomotive. Du sollst nicht reparieren? Wieso denkst du, dass du reparieren sollst? Ich habe schon einen Zug nur noch mal gemacht. Nein, ich bin frontal gerammt worden. Das ist was anderes. Zumindest, dass meine Leute jetzt allesamt... Pass auf, hier bringt mir sowieso nur ein Händler. Also, wir brauchen... brauchen eigentlich nur ein Haus... eigentlich auch einen Hauswirtschafter hier für, zum Erkunden. Das wäre wichtig. Sie ist eigentlich total... Also sie ist echt so ein MVP, aber dementsprechend hat sie auch wenig Ausdauer. Überlebenskünstler und Jäger. Das sind wiederum andere Leute, die das machen sollten. 108 Stoff. Ihr kommt zurück und hier schicke ich dann jemand anderen hin. Überlebenskünstler, Jäger und dann nehmen wir noch irgendwen, der Zeit und Energie hat. Okay, jetzt um die Zeit ist niemand in der Lokomotive, der fahren könnte. Nahrung. Das reicht immerhin für einen halben Tag. Lohnt sich jetzt nicht extra jemanden zu nehmen, der kräuterkundig ist, oder? Haben wir jemanden hier, der kräuterkundig ist? Wahrscheinlich nur wieder unsere MVP, ne? Ich glaube, wir haben tatsächlich niemanden, der kräuterkundig ist. Ja, also, wie du sagst, es ist so ein bisschen Frostpunk, ein bisschen FTL, ein bisschen, nicht XCOM, aber halt, ich glaube, Squadron Commander. Und halt auch ein bisschen This War of Mine. Wer ist denn jetzt verstorben? Wir sind in der Schlacht, hä? Wieso in der Schlacht gefallen? Wieso in der Schlacht gefallen? Doch, es hat doch gar keine Schlacht vorgesehen. Esmian kennt sich aus, aber diesmal war nichts zu holen. Aber dafür 26 Nahrung. So, Lager der Roten Armee. Wollen wir das wirklich?
Ja, wir haben 3 Soldaten bis jetzt verloren. Kann ich jetzt bitte so? Ich sehe bis jetzt auch noch keinen Sinn darin, irgendwie schnell irgendwo sein zu wollen. Also abseits der Tatsache, dass Nahrung ein Problem ist. So, wir können gleich weiterfahren. Ich werde jetzt nicht extra jemanden in die Nachtschicht beordern. So, Soldat mit Kampfrolle. Moment, Moment, Moment. Wofür bist du jetzt aufgestiegen? So, ihr seid zumindest jetzt nicht mehr verletzt. So, Soldaten mit Kampfrolle. Es ist halt nicht besonders, also, dass ich jetzt die Fähigkeiten alle hier das ist jetzt irgendwie gerade weird. Wird das Spiel auf Steam erwerbbar sein? Ist es schon. Zdá se, že velká část rudé posádky tady není. Nejspíš mají zase něco za lubem. Naštěstí pro nás tu nechali velmi málo stráží. Jestli kvůli nadutosti nebo neschopnosti, to nevím. Pro nás je to dobrá příležitost vpadnout do jejich tábora. Zásoby, peníze, zbraně. Co můžete, seberte, co ne, zničte. Hledejte hlavně dokumenty. V naší těžké situaci mohou mít přesné informace větší cenu než zlato. Ale opatrně. Tyhle kopce jsou pro kulometná hnízda dokonalé. Takové pozice bychom měli raději obsadit. A nezdržujte se. Těžko říct, jak dlouho budou rudí pryč. Hledám kryt. So, wo ist der Kundschafter hier? Připravenější už nebudu. Podívám se. Těžká zbraň do krytu. Jako by se stalo. Podívám se, co nepřítel. Tam je. Ano, podívám se.
Schaffe Dokumente. Poslouchle rozkazu. Podívám se. Rozumím. Podívám se, co tam je. Samozřejmě. So, wie machen wir das jetzt? Podívám se. Es sind 5 Soldaten hier. Pane, podívám se, co tam je. Er ist mit Abstand der gefährlichste. Tohle by ho mělo odlákat. Připravenější už nebudu. Hledám kryt. Hele, co to je? Nebude to čekat, pane. Töte ihn? Ano, pane. Poslouchám. Kann ich? Čekám. Nein, kann ich nicht. Vaše rozkazy, pane? Povídejte. Dobře, jdu tam. Podívám se, co tam je. Hezky opatrně. Nebude to čekat, pane. Už jdu. Hezky opatrně. To sollst du bitte stealth killen. Bude to čekat, pane. Hezky opatrně. Vypadá to, že jsme v suchu. Podívám se. Das ist dezent OP, was ich hier gerade mache. Dle rozkazu. Postarám se o to, pane. Rozkazy? Už jdu. Zde? Tak se so, podíváme, metal. Co tam je. Postarám se o to. Čekám. Ano? Čekám na rozkaz. Už jdu. Tak se podíváme, co tam je. Poslouchám. Hned tam budu. Zde. Ano? So, wir haben den Hügel eingenommen. Už jdu. Jsem připravena. Ano. Ano. So, du heilst dich, du Pane. Heilst dich. Připravený. Budeš žít. Jsem připravena. Da waren wir hier, wäre jetzt auch praktisch, ja. Poslouchám, podívám se. Pane, podívám se, co tam je. Ano, podívám se. Jakoby se stalo. Podívám se, co tam je. Vidím nepřítele. Super, und wie komme ich jetzt hier? Postarám se o to, pane. Podívám se. Ano. Pane, podívám se, co tam je. Jakoby se stalo. Podívám se. Pane,
Podívám se, co tam je. Postarám se o to, pane. Podívám se, co tam je. Ano. Pane, podívám se. Rozkazy? Připraveni, jako by se stalo. Podívám se, co tam je. Postarám se o to, pane. Podívám se. Vidím nepřítele. Jako by se stalo. Podívám se, co tam je. Je 5 Gegner. Aber die sind alle ziemlich untätig. Vaše rozkazy, pane? Und vor allem gucken sie alle schön in die falsche Richtung. Povídejte. Du do krytu. Postarám se o to. Ano, pane. Vidím nepřítele. Už jdu. Ach, hier geht's ja auch noch lang. Měním pozici. Ich finde die Maps tatsächlich ein bisschen unübersichtlich. Podívám se, co tam je. Vidím nepřítele. Poslouchám. Už jdu. Podívám se. Hledám kryt. Podívám se, co tam je. Hele, co to je? Zde. Rozumím. Ano. Podívám se, co tam je. So, jetzt dürfte ja niemanden sehen. Poč, už idem. Poslouchám. Hele, co to je? Ano? Pane? Wo ist mein Stürmer? Co se děje? Povídejte. Zde. Jsem připravena. Ja, ich hatte doch gerade die Fähigkeit mit dem Bajonett. Rozkazy? Ja. Ideme! Fatako, bravo! Какого чёрта! Zaujímám pozici. Čekám na rozkazy. Já to zvládnu. Útočím. Jasná věc. Tak se podíváme, co tam je. Jsem připraven, to by šlo. Už jdu. Ano? A teď je to moje. Hledám kryt. Postarám se o to. 50 Treibstoff. Rozumím. Ano, pane. Hned tam budu. Jdu do krytu. Ano. Podívám se, co tam vidím je. Nepřítele. Postarám se o to, pane. Nepřátelské vozidlo. Ano. Podívám se. Nepřítel. Ihr seid alle... Jakoby se stalo. Podívám se, co tam je. Ziemlich... Okay. Wir gehen hier. Vaše rozkaz, moudrá volba.
to zjistit? Hledám kryt. Okay, er hat sich umgedreht. Ano, pane. Podívám se, co tam je. Vše čisté. Rozumím. Podívám se. Čekám na rozkazy. Nebude to čekat. Postarám se o to. Já se o to postarám. Drugi muss ich an hinter ihn und dann... Nebude to čekat. To je lepší možnost. Ano. Zaujímám pozici. Já se o to postarám. Co je to bylo? Čorti mě podíří! Hledám kryt. Nebude to čekat. Jdu do krytu. So, die sind alarmiert. Ano. Pane, podívám se. Těžká zbraň. Können wir das vielleicht ausnutzen? Čekám na rozkazy. To je lepší možnost. Ano. Das hier, das verstehe ich halt nicht. Das da ist Deckung. Also das ist Sichtschutz. Das hier nicht. Er kann sich nicht hier hinterknien und ist dann und sich halt so verstecken. Okay, der hat das Geschütz da. Checkam. Poslouchám. Jdu do krytu. Nein, du bleibst schön da, wo du Kež bist. By to šlo, pane. Připraven, pane. Ich brauche... Ano. Er guckt hier in die Richtung. Das heißt, Jakoby se stalo. Der andere Bro hier... Co tam je. Wenn der noch näher kommt, könnte ich mit dem Bajonettangriff kommen. Čekám na rozkaz. Já se o to postarám. Oder ano? Auch so. Poslouchám. Pane. Podívám se. Poslouchám. Ach so, in dem Auto ist auch noch einer drin. Postarám se o to. Das macht es natürlich komplizierter. Dobře. Zde. Hledám kryt. Ja klar, das Auto dreht sich jetzt natürlich auch auf die Weise. Rozkazy? Připraven, pane. Jdu do krytu. To je lepší možnost. Ano. Zaujímám pozici. Jdeme! Čorti mě jdu do krytu. On jetzt wieder darüber. Hledám kryt. Jsem připravena. Poslouchám. Jsem připravena. Už jdu. Wenn ich eine Granate einsetze, dann wissen sie bestimmt bis hier drüben, da, was Sache ist. Dobře, jdu tam. Wie lange bleibt der jetzt in diesem Modus, dass ano? Der... Podívám se, co tam je. Ich meine, was hat er vor? Was gedenkt er zu tun?
Die Mine wird durch verbündete Einheiten nicht ausgelöst. Ich glaube, so funktionieren Minen auch nicht. Povídejte. Ano? Zde? Poslouchám, samozřejmě. Jdu do krytu. Vidím nepřítele. Měním pozici. Podívám se, co tam je. Dle rozkazu. Těžká zbraň, do krytu. Samozřejmě. Und wieso kann ich die im Tarnmodus nicht einnehmen? Wir haben jetzt aber gerade echt Glück mit seinem Sichtradius. Das war gerade. Guckt euch das an, das ist Millimeterarbeit. Hezky opatrně. Bude to čekat, pane. Rozumím. Co to bylo? Ano, pane. Ty, stěhovrak! Už jdu. Lauf. Ano, pane! Der da ist aber wirklich jetzt extrem. Und das ist Artillerie, ne? Ano, pane. Ano. Jdu do krytu. Juda! Das ist vielleicht unserem Vorteil. Jdu do krytu. Jsem připravena. Čekám. Ano, pane. Připraven, pane. Zaujímám pozici. Povídejte, zaměřuju. Zaujímám pozici. Jsem tu, podle rozkazu. Jdu tam! So, können wir jetzt... Na? Připraven, pane. Hledám kryt. Jsem raněný! Mám. Komm schon. Also es kommt mir gerade echt vor wie die schlimmsten Aspekte von XCOM. Die Mission müssen wir gerade neu starten, die wipen hier gerade. Ich muss auch gestehen,
Ich habe das Gefühl, dass der, also diese Mission, also abgesehen davon, dass sie gar nicht so einen riesigen Teil bis jetzt ausgemacht haben, ich glaube, auf die hätte das Spiel sogar fast verzichten können. Weil wir so schon das Problem haben, dass wir halt alle möglichen Probleme haben. Das Geschütz zu öffnen und Eichen drehen, das kann auch sein. Nein, das Geschütz konnte man verwenden, das habe ich gerade versucht. Velká část rudé posádky tady není. Also, die wollte ich gerade benutzen, aber die haben ewig gebraucht dafür aus irgendeinem Grund. Was bist du do krytu? Rozumím. Samozřejmě. Samozřejmě. Nepřítel! Poslouchám. Podívám se, co tam je. Ano, hledám kryt. Nebude to čekat. Ach okay, ich konnte aber auch, ich hätte auch die hier nutzen können. Und ich kann die auch one-tappen. Já se o to postarám. Poslouchám. Pane, das war mir vorhin nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, das wäre ein MG. Nebude to čekat. Já se o to postarám. Genau, das hier müsste... Genau, das ist ein schweres Maschinengewehr. Aber die Haubitze kann ich selber benutzen. Wie gesagt, ich verstehe nicht, wieso ich nicht im Tarnmodus sein darf, wenn ich hier Sachen zurück... Sachen erobern will. Ano, postarám se o to. Připraven, podívám se. Tak se podíváme, co tam je. Jdu do útoku. Hledám kryt. Poslouchám. Achso, weil ich das Ding... Weil ich es gekillt habe, nur deswegen konnte ich es nicht verwenden. Rozumím. Gut, wenn er halt... Er kann halt nicht beide... Es macht schon irgendwie Sinn, dass er nicht beide Stealth killen kann. Pane, podívám se, co tam je. Přítele. Postarám se o to, pane. Poslouchám, pane. Also okay, wir können safe scannen. Was wir, glaube ich, auch eigentlich müssen. Ano, pane. Ich überrasche doch echt, dass es keine Iron Man-Geschichte hier ist, dass wir nicht speichern dürfen. Poslouchám. Podívám se. Pane. Ano, dle rozkazu. Samozřejmě. Rozumím. Jdu do krytu. Samozřejmě. Rozkazy? Ne. Ja, du sollst auch noch... Sag mal. Som tu. Genau, stellt die Sanitäterin ans MG. Ist klar.
Dobře, jdu tam. Jsem připravena. Postarám se o to. Zaujímám pozici. Poslouchám, pane. Podívám se. Nepřítel. Čekám na... Pane. Podívám se, co tam jako je. Jako by se stalo. Vidím nepřítele. Ano, podívám se. Ich sehe gerade keine Lücke. Jdu do krytu. Podívám se, co tam je. Postarám se Podívám o to, pane. Se. So, was davon sind jetzt die Waffenverstecke, die ich zerstören soll? Vaše rozkazy, pane? Ja, die Artillerieposition da drüben einzunehmen, bringt mir, glaube ich, nichts. Připravenější už nebudu. Vidím nepřítele. Poslouchám, pane. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie wir hier vorgehen sollen. Samozřejmě. Už jdu. Dle rozkazu. Ano, pane. Rozumím. Jdu do krytu. Samozřejmě. Ano, pane. Ach stimmt, das hier ist ja jetzt auch wieder. Zaujímám pozici. Ano, pane. Also ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade ein bisschen das Gefühl, dass ich hier eine Checkliste abarbeite mit der Mission. Vidím nepřítele. Podívám se, co tam je. Nepřítel. Čekám na rozkazy. Vor allem, ich kann anscheinend von hier aus angreifen, aber das sehen die nicht. Ano, pane. To je lepší možnost. Ano. Na Jaguar, das klingt... Ano? Ja, das ist im Prinzip hier das, was auch Age of Empires auch macht. Poslouchám. Wo du ja auch Attack Ground machen kannst mit der... Se, dann halt... Mangen und so einfach als... auch als wichtige Waffe gegen... generell gegen Gruppen, aber auch vor allem gegen Bogenschützen und so sind. Moment, also er kann... Ich verstehe es nicht. Du willst mir sagen, dass Ihmchen hier über diesen Zaun drüber gucken kann, aber nicht hier, also das hier nicht. Das kannst du doch keinem erzählen. Hallo?
Welcher Feind ich ein Fahrzeug und benutze ihre Fahrzeuge, um die Oberhand zu gewinnen. Ja, aber ich habe jetzt hier gerade. Ich weiß auch nicht, was dieses andere Fahrzeug, also was wir gerade gesehen haben, was hier stand. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Du Dokrito. Ich glaube, dass Siedler damit sogar ein gutes strategisches Element schaffen könnte, weil da Kriegsmaschinen ja keine unbegrenzte Munition haben. Das heißt, musst dir halt wirklich gut überlegen, wie du das machst. Und vor allem unter Umständen auch aufpassen, dass du deine eigenen Truppen damit nicht abmetzelst. Podľa rozkazu. Presúvam sa. Áno, pane. Urobím to rýchlo. Rozumiem. So, merkt er jetzt überhaupt was? Er sieht es auf jeden Fall. Er sieht die Blutlache. Podľa rozkazu. Also wir verbringen jetzt eigentlich gerade sehr viel Zeit damit, darauf zu warten, dass hier Lücken für die Patrouillenrouten entstehen. Hlavne potichu. Urobím to rýchlo. War das nicht sogar Thema in deinem Video über Katapulte? Das kann sein, das wird da... Deutsche Überlegungen mal hatten. Krie, pozriem sa. Áno. Zaujímam pozíciu. Podľa rozkazu. Som tu, rozumiem. Zaujímam pozíciu. Poslouchám. Samozřejmě. So, theoretisch müssen wir jetzt hier irgendwo lang snaken, ne? Dle rozkazu. Rozumím. Hledám kryt. Vaše rozkazy, pane? Ach, das ist der Ausgang. A už tu. Ano, pane. Podívám se. Vidím nepřítele. Jetzt ist der hier aber nicht mehr besetzt. Den könnten wir jetzt tatsächlich benutzen, wenn wir wollten. Už tu. Podívám se, co tam je. Postarám se o to, pane. Vidím nepřítele. Ano. Měním pozici. Poslouchám, pane. Dle rozkazu. Podívám se. Povídejte. Připravenější už nebudu. Rozkazy? Ano. Ano. Ich denke, wir müssen hier vorbei, weil vorhin haben wir festgestellt, dass die Artillerie...
Podívám se. Genau, die guckt in. Die guckt in die Richtung. Poslouchám, pane. Poslouchám. Pane, podívám se. Jakoby se podívám stalo. Se, co Nepřítel. Tam je. Som tu. Hledám kryt. Ano. Ano, podívám se. Postarám se o to, pane. Pass auf, du bist... Urobím to rýchlo. Skryjem se. Skryjem se. So, der Baum gibt jetzt aber hoffentlich Sichtschutz, oder? Wieso ist der Baum kein Sichtschutz? Rozumiem. Wrak! Už idem. Podľa rozkazu. Pripravený. Skryjem sa. Áno. Ak to musí byť! So, aber jetzt sind die doch 100 pro alarmiert, oder? Ano. Könnt mir doch nicht erzählen, dass... Se, co tam je. Das wird hier niemand mitbekommen. Pane, podívám se. Nepřítel. Also... Hledám Krieg. Sichtkriege lasse ich mir noch gefallen, aber dass es kein Feedback Vaše gibt über Lautstärke, pane. Ist ein Problem. Poslouchám. Zaujímám pozici. Samozřejmě. Hledám kryt. Samozřejmě. Podívám se, co vidím tam je. Nepřítele. Postarám se o to. Rozkazy? Dobře, jdu tam. Okay, der covert gerade das gesamte Gebiet. Rozumím. Poslouchám. Měním pozici. Už jdu. Nepřítel! Nepřítel! Ano, pane. Dle rozkazu. Čekám. Podívám se, co tam je. Počúvám, urobím to rýchlo. Přece ještě to viděl. Ano. Zameriavám. Útočím! Ak to musí být? Už idem! Podľa rozkazu! Presúvam sa! Áno, pane! Ak to musí byť! Presúvam sa! Spíš všichni. Zameriavám. Poslouchám. So, medic. To zvládneš. Ano. Připraven, pane. Ne. Čekám na rozkazy. Zaměřuju. Ano, pane. Pod palbou. Hned tam budu. Pod palbou.
Hážu granát! Hledám kryt. Vidím nepřítele! Ano, pane. Jdu do útoku! Jsem raněný! Čekám na rozkazy! Das ist ja schlimmer wie bei Risiko hier gerade. Je to jen škráblo. Poslouchám. Hlavu vzhůru, přežiješ to. Poslouchám, pane. Granát! Jsem pod palbou! Připravenější už nebudu. Už jsem viděl horší. Vaše rozkazy dle rozkazu. So, wir haben einen Toten. Postarám se o to, podívám se. Počúvam. Presúvam sa. Jsem připravena. Postarám se o to. Čekám. Je to jen škrábnutí. Povídejte. Rozkazy. Budeš žít. Som tu. Je to jen škrábnutí. Vaše rozkazy, pane? Budeš žít. Wollte schon sagen, heilst du ihn bitte? Je to jen škrábnutí. Poslouchám, pane. Ano? 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 Budeš žít. Rozkazy? Postarám se o to. Dobře, jdu tam. Měním pozici, to by šlo. Okay, rote Fässer hätten wir vorhin mal ausnutzen können. Rozumím. Ano, pane. Vidím nepřítele. Už jdu. Komm, ich finde das Gefühl, hier hat er gerade absurd viel Vision. Postarám se o to. Připraven, pane. Čekám na rozkazy. Čekám na rozkazy. Já se o to postarám. Připravdu tam. Jdu tam. Poslouchám. Postarám se o to. Zde. Ano, pane. Ano. Já se o to postarám. Hned tam budu. Čekám na rozkazy. Připraven, pane. Už jdu. Schön, dass sich die Leiche und das Blut aufgelöst haben. Posluch, samozřejmě. Zaujímám pozici. Ano, rozumím. Samozřejmě. Nebude to čekat. Rozumím, jsem připravena. Měním pozici.
Okay, pass auf. Er kann... Dieser Panzer hier ist gar kein Problem zum drüber gucken. Diese Kiste hier aber schon. Aber auch nur diese Kiste. Hier kann locker eine... Also zumindest eine Person, die sich hinkniet, sollte hier safe sein. Also so ist, ich muss gestehen, so macht Stealth halt einfach auch keinen Spaß. Du wirst zu Stealth hier genötigt und es macht keinen Spaß so. Dle rozkazu. Čekne. Rozumím. Postaram se o to. Langsam müde. Nee, nach der Mission mache ich auf jeden Fall Schluss. Und ich muss auch gestehen. Už du. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zu diesem Spiel ano, zurückkehren pane. Möchte. Posluch, ano, pane. Weil ich finde die Idee cool. Also das ist wirklich, also das Thematik, das, die Zeitepoche, das ist... Und ich glaube, dass das Spiel auch für viele Leute was sein kann, aber... Aber das hier ist halt... Wie gesagt, ich habe das Gefühl, das Spiel versucht irgendwie drei, vier verschiedene Spiele gleichzeitig zu sein. Was schon eine große Aufgabe ist. Wie gesagt, das mit, zum Beispiel das mit den Zügen und den Waggons, das war ja gar nicht erklärt. Also das Spiel, dafür hat mich das Spiel an anderer Stelle mit Informationen bombardiert, die finde ich auch nicht unbedingt klar präsentiert waren. Und wie gesagt, das hier, das ist gerade... Ich fühle mich in Stealth gerailroadet und das ist kein gutes Stealth, weil wie gesagt, die Sichtkegel da sind komplett wirr. Kämpfen ist, finde ich, also... Das ist, also XCOM ist ja teilweise schon schlimm, wenn du irgendwie 90% Schuss, Trefferwahrscheinlichkeiten irgendwie trotzdem verfehlst. Und gleichzeitig das Gefühl ist, dass die Aliens immer mit, immer die schrecklichsten, also die schrecklichsten Chancen trotzdem noch irgendwie mit Erfolg machen. Und da hilft auch kein Unit-Micromanagement. Und ich glaube, das hier ist auch einfach ein Spiel, wo du schnell in eine Todesspirale kommst. Ich meine, ich verstehe auch, dass es nicht einfach sein soll. Aber dann finde ich es auch nicht gut, wenn das Spiel dir suggeriert, also direkt den höchsten Schwierigkeitsgrad voreinstellt. Und dir suggeriert, dass du so. Das ist, finde ich, nicht gut, das den Spieler beim ersten Mal direkt machen zu lassen. Beziehungsweise halt vielleicht eher zu sagen, hier zum Spiel lernen ist vielleicht dieser Schwierigkeitsgrad besser und wenn du das Spiel gefällt und du einfach richtig Bock hast, dich da total reinzufuchsen, dann ist der Schwierigkeitsgrad hier für dich so. Du spielst ja auch auf schwer. Ja, ich weiß. Wie gesagt, es war voreingestellt. So, ich will gar nicht erst austesten, ob hier ich hinter dem, ob der da durch Vision hat. Už jdu. Moudrá volba. Genau, und Feedback zum Thema Rozumím. Schallverbreitung ist auch nicht. Also, wie gesagt, als wir vorhin hier die Schießerei angefangen haben, oder hier vorne, ich war überzeugt, dass wir hier das triggern müssten. Also, du hörst doch Gewehrschüsse über mehrere hundert Meter Entfernung. Gerade auf freiem Feld. Rozumím. Also dann nicht irgendwie so eine so Schallwellen oder sowas zu haben, die dann halt angezeigt werden. Gibt ja noch tausend andere RTS-Games, die du mal anzocken kannst. Ja, ich will das hier nicht eine Gurke nennen. Also ich glaube, dass dieses Spiel auch genug Leuten Spaß machen kann. Ich meine, ich mag Frostpunk, wobei ich auch sagen muss, dass Frostpunk auch so seine Probleme hatte. Also gerade
der Extreme Mode. Oder auch XCOM, naja, XCOM muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen der Wiederspielwert. Ich weiß auch nicht, ich kann mir vorstellen, dass der hier, je nachdem wie viel Randomness so drin ist und was man an Spielstil machen kann, weiß ich auch nicht, ob der hier so groß sein wird. Ist einfach vom Endziel mit seinem Warden-Mechanics gut. Moment, der Warden in Minecraft funktioniert nach recht klaren Regeln. Und du hast einen gewissen Spielraum für Fehler. Ja, super, jetzt der hat mich jetzt natürlich auch direkt gesehen. Und ihr trefft nichts. Ihr trefft nichts. Leute. Ich bin kein Soldat, ja? Ich habe keinen Wehrdienst geleistet und nichts. Doch, ich habe freiwillig sozial gemacht. Also kann man als Zivi durchgehen lassen, aber... Aber auf die Distanz, zu 6, zu 7, kann doch nicht sein, dass die alle verfehlen. Also ich glaube, wir belassen es dabei. Ich muss, glaube ich, über dieses Spiel nochmal eine Nacht schlafen. Es ist schade, weil ich es eigentlich mögen möchte. Was ich vielleicht nochmal machen werde, ist einen Run starten auf normal oder leicht, einfach um zu sehen, einfach um mal alles zu sehen und vielleicht auch ein bisschen den Rest zu lernen. Oh, also, aber sonst, weil sonst könnte ich es nur bei Ersteindruck belassen, das finde ich ein bisschen schwierig. Anyway. Das war trotzdem aber eine interessante Gelegenheit. Wie gesagt, ich glaube, dieses Spiel könnte für einige Leute auf jeden Fall schon sehr schön sein. Also gerade wenn man geschichtsinteressiert ist, gerade wenn man Frostpunk, XCOM auch ein Stück. Noch hier, This War of Mine. Da gibt es ein paar Spiele, wo ich finde, das hier in die gleiche Kerbe schlägt. Aber ich glaube, hier machen wir erstmal Schluss. Ich danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann entweder auf YouTube, wenn ich das Video hierzu zusammengeschnitten habe, oder wieder im Stream. Werden wir wahrscheinlich demnächst ein bisschen mehr RTS spielen. Bis dahin.